Moin und herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu Pharmaquick, deinem Higher Inspiration Talk. Heute mit einem kleinen Kaltstart. Wir starten zwar mit einem Kaltstart, haben allerdings das Thema Hamsterrad mitgebracht. Hamsterrad. Ich nehme an, du kennst das. Wir kennen es auch. Und wir haben gedacht, wir teilen einfach mal unsere Ideen zum Thema Hamsterrad mit dir. Christiane und Sabine, wer mag mit dem Hamsterrad starten? Ich gebe den Staffelstab ab. Ja, ich kann gerne anfangen und würde euch gerne mitteilen, was für mich Hamsterrad ist. Ich bin nämlich auch oft im Hamsterrad. Das bedeutet natürlich, wir sind in unserem Arbeitsalltag und gestalten unseren Tag und mit unseren Aufgaben und sind ja mit dem, was wir uns reinpacken in den Tag, wie in einer Spirale und versuchen, alle Aufgaben zu lösen, alle Aufgaben abzuarbeiten. Das führt natürlich dazu, dass wir einen engen Blickwinkel haben und manche Dinge, die vielleicht rechts oder links des Weges sind, nicht mehr sehen. Und dann auch Probleme, die vielleicht auf uns zukommen während des Arbeitsalltags, ja, plötzlich vor einem stehen und sich aufbauen, als wären sie riesengroß. Und wenn ich in diesem Hamsterrad bin, dann bin ich erstmal wie erstarrt oder auch geschockt und mir fällt vielleicht nicht gleich die richtige Lösung ein. Und ich bin vielleicht auch blockiert. Ja, und bewege mich weiter mit diesem engen Blick oder diesem engen Blickwinkel durch den Arbeitsalltag. Und dabei geht, glaube ich, ganz, ganz viel verloren. Viel Kreativität, viel neues Denken, viel Out-of-the-Box-Denken. Und ja, vielleicht kann Christiane noch mal kurz sagen oder auch hast du eine Idee, was so Themen sind, die wir leider immer wieder bedienen, weil wir im Hamsterrad sind und keine zusätzlichen oder neuen Lösungen finden. Ja, ich glaube, das ist die Herausforderung. Allein diese neue Sichtweise, also erstmal zu erkennen, dass man im Hamsterrad ist, das sind wir ja alle, so funktioniert ja auch unser Gehirn, immer anknüpfen an dem, was wir schon kennen. Und das ist ja auch so eine Art Sicherheit, immer die gleichen Abläufe wieder zu wiederholen. Aber ich glaube, eins ist erstmal zu schauen, okay, ich bin im Hamsterrad und ich möchte da raus. Und vielleicht erstmal auch zu sortieren, was habe ich denn für Aufgaben? Wie kann ich auch Prozesse verschlanken oder auch optimieren? Wie kann das Team auch andere Aufgaben übernehmen, wenn ich jetzt aus Sicht der Führung schaue? Aber wie kann ich auch im Team anders agieren? Und wenn man das noch weiter überträgt, wie kann ich auch aus dem Hamsterrad aussteigen in den Arbeitszeitmodellen, wenn wir jetzt das mal uns anschauen, weil auch die Apotheke ja da, denke ich, auch neue Wege gehen sollte, um neue Fachkräfte auch zu bekommen, glaube ich, ist ganz jetzt dringend notwendig, von den typischen Arbeitszeiten mal neu oder von den alten Arbeitszeiten wegzugehen, neue Systeme zu schaffen, auszuprobieren, mal mutig zu sein. Und ich glaube, das wünscht sich auch die nächste Generation, dass andere Modelle mal getestet werden. Und das ist schon ein erster Schritt aus diesem Hamsterrad, glaube ich, in puncto Arbeitszeiten auszusteigen, aber auch in den einzelnen Arbeitsprozessen, die einfach mal anders zu gestalten, neu zu überlegen, auch die Aufgaben anders zu delegieren, wie man es üblicherweise macht, dass man doch als Beispiel der PKA mehr Aufgaben überträgt im Category Management oder was es da für Aufgaben gibt, die ja in der Ausbildung ja auch mit vermittelt werden. Und ich glaube, das sind alles so kleine Rädchen, die man drehen kann. Aber was ganz wichtig ist, glaube ich, sich einen Plan dazu zu machen und nicht einfach loszutigern, sondern mal zu schauen, okay, wie ist die Basis, wie ist der Status quo und an welcher Stelle möchte ich denn erstmal starten? Und ich glaube, das ist ganz wichtig und sich vielleicht auch da Unterstützung zu holen, weil manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich glaube, Moni, was meinst du? Ne? Das kommt dir sicherlich auch im Alltag ja bekannt vor. Absolut, absolut. Und während ihr so sprachet, habe ich so meine eigenen Runden im Hamsterrad gedreht und habe gedacht, ja, das ist ein Stück weit wie auch so an der Oberfläche kratzen, weil das Tempo ist ja doch ein wirklich hohes und Arbeitszeitmodelle, da haben wir das Thema Zeit ja auch drin,
dieses Hamsterrad, da haben wir ja häufig gar nicht die Möglichkeit, mal ein Stück weit das Tempo so in Slowdown zu bringen, um zu reflektieren und wirklich zu schauen, was genau betrifft mich da, an welcher Stelle sollte ich die Perspektive überhaupt ändern, also von der Oberfläche in die Tiefe zu kommen, um dann aus diesem Loop auszusteigen und nicht zum Beispiel in einer inneren Kündigung zu landen. Das ist ja wohl auch ein Thema, was wir vermehrt feststellen können, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Kolleginnen zwar noch, wie drücke ich es aus, physisch anwesend sind, aber geistig doch durchaus schon mit einer Kündigung, mit einem Kündigungsschreiben unterwegs sind. Und das ist ja eins der fatalsten Dinge, die überhaupt passieren können. Und da genau zu schauen, was ist da passiert, was hat da getriggert, so ein Stück weit Schattenarbeit auch zu machen, worum geht es da eigentlich? Das ist sicherlich auch ganz wertvoll. Ja, das glaube ich auch. Ja. Du meinst das Quiet Quitting, Neudeutsch. Ja, das hat man ja auch in ganz, ganz vielen anderen Unternehmen. Und man muss sich damit auseinandersetzen und überlegen, was mache ich da? Und ich denke auch, es ist wichtig, wenn wir das Thema Hamsterrad anschauen, wie sich selbst zu überlegen, wie komme ich denn da raus? Ja, was muss denn passieren oder was muss ich tun oder kann ich tun, damit ich die Perspektive ja wechsle und dann wirklich mal einen Schritt nach außen mache und von außen ja mit einer ganz anderen Perspektive und einem ganz anderen Blick wieder auf die Dinge gucke und dann neu bewerte und neu schaue, ja, was ist denn noch möglich? Was geht denn alles? Wie ist die Situation wirklich? Ist das Problem wirklich so groß, wie ich es jetzt angenommen habe im Hamsterrad, oder ist es eigentlich kleiner? Und ich denke, man muss da so ein bisschen Abstand gewinnen, damit man dann auch die richtige Lösung findet. Ganz gleich, welche Themen wir jetzt bespielen. Und dann können wir auch wieder kreativ sein. Und ich glaube, da sollte sich wirklich jeder selber überlegen, wie finde ich Abstand, was kann ich tun, damit ich einen anderen Blick auf die Dinge bekomme. Manchmal ist es auch nur ein Bild oder ich muss einmal um den Block gehen oder ich höre Musik oder ich spreche mit jemandem. Da hat ja jeder eine andere Lösung. Also das ja. Vielleicht noch als kleiner Tipp. Ich glaube, was ich immer gut finde, ist das so visuell auch darzustellen, ne? So ja. Zu sehen, so an so, ich bin ja immer so ein Typ, der immer alles irgendwo an so einer großen Wand dann sichtbar macht und vielleicht auch das Team dazu zu holen, wenn man jetzt aus Sicht der Führung schaut. Ich glaube, das bringt auch schon allein die Diskussion, diese Möglichkeit, dass man überhaupt über dieses Thema spricht. Ich glaube, das ist schon der erste Schritt, das erstmal aufzumachen und vielleicht auch so ein großes Bild mit dem Hamsterrad zum Meeting einfach mal an die Wand schmeißt oder ähnliches. Ich glaube, das macht schon viel aus und dass man da schon sagt, so, also ich habe das jetzt hier für mich festgestellt, wie sieht es denn bei dir, Mitarbeiter, aus? Wie empfindest du das? Weil da sind ja auch die Aufgaben noch anders, eine andere Wahrnehmung und ich glaube, das ist schon ein ganz guter Start. Und was ich natürlich immer auch gut finde, wenn man sich natürlich Unterstützung von außen dabei holt. Wenn jemand von außen nochmal drauf schaut, das ist immer noch ein Tacken besser, der eine Struktur mitbringt, der auch ja, lösungsorientiert unterwegs ist, dass man zusammen sagt, okay, jetzt fangen wir diesen Weg gemeinsam an und erarbeiten das. Ich glaube, das ist auch wichtig für Mitarbeiter, dass sie erkennen, das Ganze hat auch einen Sinn hier, das ist mit einer Lösung und es wird nachher anders werden. Und das, glaube ich, ist wichtig. Also auf der einen Seite erstmal zu sagen, okay, wir sind hier im Hamsterrad und was führt dazu? Und das Zweite, wie ist die Lösung und wird auch wirklich die Lösung umgesetzt? Und da, glaube ich, ist immer gut, wenn jemand von außen auch diesen Prozess begleitet und auch steuert. Weil man selber kommt dann ganz schnell auch wieder zurück. Man wird ja immer wieder rückfällig. Man erkennt das und so 4 Wochen später denkt man, ich wollte das alles machen, aber jetzt bin ich ja schon wieder da, wo ich vor 4 Wochen war. Das ist ja bei uns allen so, ne? Und ich glaube, dann ist gut, wenn jemand von außen sagt, so in den 3 Monaten bin ich wieder da und dann schaue ich mal und als Beispiel, ihr kriegt die und die Aufgabe und bis da und da kann das Team das und das zusammen erarbeiten. Ich glaube, das ist immer schön, dass man auch wirklich guckt, da geht es jetzt lang und man guckt auch noch zurück, was lief gut. Es muss ja auch nicht alles schlecht im Hamsterrad sein. Und was nehmen wir denn auch mit in die Zukunft hinein? Ja, und essentieller Aspekt dahinter ist ja auch, dass jeder sein eigenes Hamsterrad mitbringt und im eigenen Hamsterrad auch bleibt. Das heißt, dass derjenige, der von außen kommt, ja ein ganz anderes Hamsterrad für sich erlebt hat
Und da sind wir wieder bei der Zeitschiene. Die Hamsterräder kommen ja aus der Vergangenheit. Und diese Hamsterräder sind ja die, die wir aus der Vergangenheit im Körper gespeichert haben. Und da ist die Antwort darauf, wieso machen wir das nach 4 Wochen genauso wieder, wie wir uns eigentlich vorgenommen haben, tun wir nicht mehr. Weil der Körper wieder die Kontrolle übernimmt und sagt, okay, das kenne ich doch schon, ich gehe doch lieber wieder in meine Komfortzone zurück. Und da ein anderes Hamsterrad mit dabei zu haben, was sagt, oh, da übernimmt der Körper wieder die Kontrolle. Das Nervensystem ist wieder in der Komfortzone angelangt und nein, wir wollen jetzt in die Zukunft und die Perspektive ändern. Das ist super wertvoll. Ja, genau. Ja, vielen lieben Dank. Also, Sabine und Moni, ich finde, das war schon eine ganz gute Zusammenfassung und ein Einstieg in das Thema Hamsterrad. Und beim nächsten Mal schauen wir uns mal die Lösungen an. Was kann man denn eventuell ändern? Tschüss. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss.